Heute kam in FIFA eine weitere Moments SBC raus, und zwar zu Raheem Sterling. Kommen wir direkt erstmal kurz zur Karte. Er spielt ja beim FC Chelsea in der Premier League und kommt aus England. Mit 1,70 Meter ist er relativ klein. Als Spieler Arbeitsraten hat er Hochmittel und sein Bodytype ist unique. Richtig nice sind bei ihm natürlich die 5 Sterne Skills und die 4 Sterne Weakfoot. Seine Werte sind einfach der Wahnsinn. Sein Tempo ist einfach nur perfekt, das gleiche gilt auch für die Dribbling-Werte. Bei den Schusswerten sind auch die wichtigsten Werte überragend und mit 92 kann er dann auch noch richtig gut passen. Die 99 bei Ausdauer sind auch richtig nice, vielleicht fehlt es ihm etwas an Aggressivität und Stärke. Ansonsten sieht die Karte aber wirklich top aus. Bei den Spielereigenschaften hätte er noch den angeschnittenen Schuss oder auch den Außenrissschuss sowie den Flare Trade. Um seine Werte nochmal zu pushen, würden wir euch einen Architekt als Chemistry Style empfehlen, somit werden vor allem Pass- und Physiswerte nochmal verbessert. Verlinken kann man Sterling auch wirklich gut, unter anderem mit Mount, Jorginho oder auch Ronaldo. Hier gibt es aber wirklich zahlreiche Möglichkeiten. Für die SBC hast du wie immer noch 7 Tage Zeit. Du musst insgesamt 3 Teams abgeben, und zwar ein 84er Team und ein 85er Team und dazu noch ein 86er Team mit entweder einem Inform oder TOTS. Das Ganze kostet laut Footbin dann rund etwa 110.000. Neben der Karte bekommst du noch Packs mit ca. 4 seltenen Goldspielern. Lass doch jetzt gerne mal ein Like da, wenn dir das Video bisher gefallen hat. Kommen wir nun zu Spielern mit ähnlichen Werten. Sané Shapeshifter gibt's für 70.000. Eine richtig günstige Alternative wäre Silas Shapeshifter für 20.000 und die Shapeshifter-Karte von Adama wäre nochmal bei der Physis deutlich besser für rund 50.000. Aus der Premier League gibt es natürlich Haaland als SBC für 200.000, er wäre aber nochmal ein ganz anderer Spielertyp. Cristiano Ronaldo, TOTS gibt es für 800.000, er ist natürlich nochmal deutlich teurer. Und die Food Fantasy-Karte von Saint-Maximin liegt bei 170.000. Unsere Community hat auch wieder abgestimmt und geht bei der SBC klar Richtung Machen. Wenn du in Zukunft auch bei solchen Abstimmungen dabei sein möchtest, dann join doch gerne auf unseren Discord-Server. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Sterling hatte wirklich eine Monsterkarte bekommen. Er hat richtig starke Werte, dazu macht er mit den 5 Sternen Skills sowieso Bock. Die Linkbarkeit ist auch top und daher schließen wir uns auf jeden Fall der Community an und gehen mit einem Machen. Vor allem bei dem Preis muss man ihn eigentlich wirklich mitnehmen. Das war's soweit vom Video. Wenn es dir gefallen hat und du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, dann abonnier doch gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal.